Baumspray ist leer. Super, müssen wir neu kaufen. Einmal abziehen. Junge Frau, können Sie nicht abziehen? Ist das nicht möglich? Sonnenbrille tragen, aber noch nicht mehr in der Lage. Hat die gerade ihr Handy unter das Wasser gehalten? Sie sind nicht die Hellste, oder? Willkommen bei einem neuen Let's Play. Und zwar Krausi Scheißhaus Simulator. Ich etabliere die Arbeit morgen. Okay, vergiss nicht, jeder muss scheißen. Und unter diesem Motto gehen wir heute los und bauen uns ein Toilettenimperium auf. Jawohl, Krausi Scheißhaus. Hier auf Krausi TV. Ich würde die Scheiße in Geld verwandeln. Ja, das hoffen wir doch sehr. Das hoffen wir doch sehr. Toilet Management Simulator heißt das Game und ja, es fällt eher unter die Kategorie Simulation, Fun, Wirtschaftssimulation. Was macht er denn da? Ja, super. Danke. Da ist noch keine Toilette, du Arsch. Was zum Teufel machst du da? Ja, das frage ich mich auch. Pinkeln und direkt einschlafen. Naja. Super. Ja. Ja. Vor allem die Pisse läuft da weiter. Was soll denn der Scheiß? Die läuft da weiter. Okay, wir bringen ihn erstmal raus. Besser ist es. Er darf ja gerne hinter unseren Toilettenhäuschen wohnen, oder? Ja. Ja gut, er atmet noch. Ich wollte gerade fragen, lebt er überhaupt noch? Okay. Ja. Bildung. Ach, das ist das Tutorial. Okay, das möchte ich eigentlich nicht großartig machen. Badezimmer. Ja, komm, ich klick's einfach weg. Muss ich auch mal auf Toilette? Okay, wir können duschen. Ja, sehr schön. Und wir müssen etwas essen, müssen wir. Ich sehe, dass du hungrig bist. Ja. Da ist ein Kühlschrank. So. Was haben wir denn? Okay, Kaffee ist schon mal fertig, aber wir müssen erstmal was essen. Ja. Ziehen wir uns hier ein paar Bohnen rein. Wir trinken trotzdem. Oh, die Tasse hat keinen Boden. Okay. So, Sie können Vorhänge öffnen und schließen. So. Ach ja, mal. Ja, könnten wir. Okay. Verstanden. Spiel mit denen morgen um 7 Uhr oder wenn sie schlafen gehen, speichert. Einkauf-Tutorial. Okay. Mal schauen, wir sollen erstmal hier runter. So, gut genährt mit ein paar Bohnen und ein bisschen Kaffee. Das ist das ideale Frühstück. Wer nicht möchte, Bohnen und Kaffee am frühen Morgen. So, Supermarkt. Guten Tag. Drücken Sie die Vorwärtstaste. So, wir sollen einen Mob kaufen. Okay, zur Kasse. Ah, da liegt der Mob. Mob auswählen, Kasse sagen, möchte ich haben. Bezahlen, fertig. Okay, verstanden. Ja, kriege ich hin. Aber nur den Mob erstmal gekauft. Okay. Guten Tag, guten Tag. Hier können Sie bald Ihr Geschäft hinterlassen. Aber nicht auf dem Rasen, sondern natürlich hier bei mir drin. Ah, da ist der Mob. Okay. So, was sollen wir nehmen? Oh, guck mal, hier ist schon wieder. Ich hoffe, das ist nur Dreck. Ich hoffe nicht, dass es das ist, wonach es aussieht. Ja, auch irgendwo ein bisschen was an Dreck. Nein. So, nehmen wir wieder Zeug. Schrank zu. Okay. Ja. Habe ich auch verstanden. Das schaut jetzt irgendwas mit Wände. Ich kann mir Wände aussuchen, ne?
Ist wohl in der Erstlieferung mit dabei. Ja. Ja. Okay. Ist auch okay, lassen wir so. So. Informationen über die Kabinen. Waschbecken fehlt, Toilette fehlt, Tür fehlt. Wohnwischen, Zimmer, Spray verwenden, teure Möbel kaufen, erhöht den Komfort. So, Arbeiten, die wir machen müssen. Verstopfte Spüle, verstopfte Klosett, Insekten, Toilette, Spieler in der Kabine. Sind die Abfälle in der Kabine nicht geeignet? Oh, wir gehen zum Baumarkt. Wir kaufen Toilette. Für unser Scheißhaus. Weißt du, hier ist eine Kaffeebar. Die haben doch bestimmt auch eine Toilette. Und ich baue daneben eine Toilette. Ist das so korrekt? Großer Baumarkt, da vorne. Home sweet home. Ach, ein seitlicher Eingang. Okay. So, guten Tag. Was brauchen wir? Also das, was wir gesagt haben, ne? Dann nehme ich einmal eine Toilette, bitte. Also bitte hinten hinsenden. Toilette brauchen wir. Wir brauchen eine Tür. So. Die Leute sollen sich ja wohl. Da habe ich sie weggeklickt. Wohlfühlen. Na, soll ja nicht jeder beim Zuschauen. Also. Was habe ich jetzt gekauft? Ne, da ist er. So. Und wir brauchen auf jeden Fall ein Waschbecken. Nehmen wir natürlich das ganz preiswerte auch, ne? So, nicht da drauf, sondern Kasse klicken und dann hier drauf klicken. Zack. Ja, haben wir. Dankeschön. Ah, schon Nacht. Den ganzen Tag hat gedauert, um einen Mob zu kaufen und eine Toilette. Komm ich hier durch? Ach, guck mal, da stehen die Sachen schon. Der Red Lions Pub hat leider schon zu. Wunderbar. Ach so, draußen. Die Tür. Lasst uns die Tür noch einbauen. Komfort 1. Ja, ich würde sonst da nicht drauf gehen. Also ganz ehrlich. Liegt schon wieder Dreck. Und ein Waschbecken. Spiegel ist vorhanden. Ach komm, dann machen wir hier noch den Mob. Was sagt er eher? Das Raumspray ist sehr, sehr wichtig. Oh, verlaufen. Entschuldigung. So, wir sollen einmal nach Hause. Wo sind wir hergekommen? Ich glaube hier geradeaus irgendwo, ne? Hier und dann hier rüber. Das sieht aus wie eine Postbank oder sowas hier. Info. Keine Ahnung. Und wo wohnen wir? Dance School? Hier wohnen wir. Direkt in der Nähe. Ist doch prima. Gut, dann schauen wir mal, dass wir Krausicht Scheißhaus. Oh, ich habe die Tür aufgelassen. Ans Laufen bekommen. Und ja. Ich freue mich drauf auf unser Business. Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Guten Morgen, Spiel gespeichert. Also, wir sind dreckig, wir sollten duschen gehen. Ja, schön, schön duschen. Ja, läuft. Dankeschön. Und wir müssen etwas essen. Und da liegt eine Pizza. Nee, wir nehmen nochmal die Bohnen. Hier, komm. Hallo, ich möchte gerne die Bohnen essen. Ey, ich weiß doch, das gute Dosen. Entschuldigung. Der Dosenpfand hier nicht weg. Wir trinken noch ein bisschen was. Da würde ich sagen, ab schnell zur Arbeit. Wir lassen die Tür auf. Die Nachbarn hier sind super lieb. Wenn irgendwas ist, ne, Wasserschaden in der Wohnung oder so, dann kümmern die sich drum. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Raumspray hat er gesagt, ist wichtig. Das können wir ja direkt schon mal holen. Hallo, haben Sie Raumspray? Okay. Ja. Nehme ich mit. Einmal an die Toilette senden. Und, ja, wie wäre es mit Toilettenpapier? Parfümerie? Ja, komm, das ist 2 Euro mehr.
Wir nehmen das gute Toilettenpapier. Gibt nichts Schlimmeres als kratziges Toilettenpapier. So, was ist das? Ach, das ist, ja. Toilettenbürste, auf jeden Fall. Spraygun. Ah, und den müssten wir aber auch haben, ne? Also wir müssten... Ah, komm schon. Das Zeug auch noch holen. Mindestens einmal, damit wir... Sollte irgendwas sein, da arbeiten können. So. Wie viel Geld habe ich denn noch im Portemonnaie? Ich sehe gar kein Geld. Oh, da geht einer rein. Hallo. Hallo, ich komme. Okay. Ich hätte gerne noch das Zeug da hingelegt, aber okay. Ist wie es ist. Die Dame auch zu uns? Hey, hallo. Hallo, hier können Sie scheißen. Kommen Sie mal bitte. Okay, dann nicht. Mehr Leute würden kommen, wenn es Toilettenpapier gäbe. Ja, das wollte ich ja gerade auffüllen. Guten Tag, war es gut? Hat es, Dankeschön. Hat es geholfen? Das ist schön. Ja, Toilettenpapier. Aber erstmal das. Oh, wir haben kein Toilettenpapierhalter. Kann ich Ihnen das einfach hier so reinlegen? Okay. Wir brauchen einen Toilettenpapierhalter. Nee. Da joggt jemand. Den kriegen wir bestimmt hier hinten irgendwo. Der Home Suite. Home. Was haben wir denn hier? Neue Fliesen, neuen Kacheln. Ich glaube nicht, dass wir dafür am Anfang das Geld haben. Bisschen Werkzeug, Waschbecken. Ah, da sind die doch. Nee, dann nehmen wir auch den hier. Weil das bisschen Geld ist, glaube ich, sehr relativ, oder? So, senden. Und die Buchstaben, diesen Aufkleber, damit wir WC aufkleben können. Ja. Den hätte ich auch gerne. Dankeschön. Ich sehe nur nicht, wo ich Geld habe oder wie viel Geld ich habe. Okay, werden wir gleich rausfinden. Muss ja irgendwo stehen. Sie macht fleißig ihre Übungsaufgaben. Das ist gut. So. Ja. Okay. Einmal Toilettenpapier. Wunderbar. Einmal. Ja, er sagt auch schon direkt hier sprühen. Das alte Ferkel hat hier ordentlich. Okay. Wunderbar. Können wir hier hinsetzen. Ja. Also, meine Herrschaften, die Toiletten sind freigegeben. Wer möchte, kann ruhig. Ich weiß nur noch nicht, wie ich sehen kann, wie viel Geld ich habe. Und gleich mal schauen. So, was ist denn hier mit den Obdachlosen, den wir hier in die Ecke gebracht haben? Lebt er noch? Hallo? Geht's dir gut, mein Freund? Wie geht's dir? Nicht schlecht. Du bist der Mann, der mir geholfen hat. Ja. So. Ah, er darf kostenlos gehen. Das ist aber nett. Hilft sich gut aus, aber Strom- und Wasserkosten sind zu hoch. Ich weiß, wie man sie... er kann mir helfen. Oh, er hätte gern etwas zu essen. Ja. Ich würde doch schnell im Supermarkt kaufen. Ich muss nur mal schauen, ob hier einer vielleicht schon wieder... Nein. Okay. Ja, Business rollt halt langsam an, ne? So, wir kaufen den armen Kerl ein paar Bohnen. Die hätte er gern. Die gab es nämlich hier. Guten Tag. Da. So, abholen. Die nehmen wir selber mit. Die müssen wir ihn, glaube ich, dann so rübergeben. Ein paar Bohnen für den Herrn. Die sieht ja auch heftig aus. Oh, falsche Gasse. Entschuldigung.
Falsche Gasse. So. Bitteschön. Wie kannst du mir jetzt helfen? Ein Schraubendreher. Ja, den habe ich nicht. Was steht hier an den Kästen dran? Ist auch gerade schon dunkel. Leute, ihr müsst doch mal hier hin und... Oh. Okay, er hat nicht abgespült. Jetzt ist es besser. Aber wir sollen noch einen Schraubendreher holen. Dann machen wir das mal schnell. Na komm. Ich weiß nicht, wann das Geschäft hier zumacht. Ach nee, das kriege ich ja gar nicht hier. Das kriege ich ja nur da drüben. Ja, müssen wir einmal darüber. Auf jeden Fall kann man sehen, WC vorhanden. Aber er sitzt da, trinkt einen Kaffee. Dann kann er doch bestimmt auch gleich mal, ne? Kaffee soll ja gut dafür sein. Hallo, ich brauche einen Schraubendreher. Kriege ich bei Ihnen den Schraubendreher oder kriege ich den drüben? Ah, hier kriege ich ihn. Abholen. So. War schon in der Nacht, aber ich glaube, das können wir noch wunderbar machen. Wird auch schon wieder müde, weil es ja dunkel, ne? Ist ja Nacht. So, aber wir wollen hier, ja, ich habe einen Schraubendreher und jetzt, mein Freund, der Schraubendreher geht zum Schalttafel. Hier hin. Ah, ich soll einfach nur drücken. Okay. Also ich muss dann Strafe zahlen, wenn Strom illegal ist. Komm, dafür, dann machen wir das wieder zu hier, ne? Ah, jetzt hat es aber wieder umgeändert. Mach zu, sonst fällt es ja auf. Achso, wir sollen doch nochmal aufs Normale wechseln, oder was sagt er? So. Okay. Wunderbar. Wie sieht es mit dem Business aus? Ein Kunde? Zu wenig, oder? So. Ein Kunde ist ein bisschen wenig. Und da würde ich sagen, dann gehe ich pennen. Und am nächsten Morgen bauen wir dann die Damentoilette aus. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viel Kohle ich habe. Steht nämlich da nirgends gerade. So, einmal wieder in die Bude. Einmal rennen. Was haben wir denn hier? Ah, jetzt haben wir es. Ah, wie hätte ich die Sachen mitnehmen müssen? 97 haben wir noch. 97 Euro. Passt das? Müsste passen. Ich hoffe, dass das passt für noch eine Toilette. Ja. So, können wir den hier ablegen? Ach, wir müssen jeden Morgen das Zeug mitnehmen. Okay. Ja, wir nehmen erst das Handy, dann gehen wir erst duschen. Wunderbar. Und wir müssen was essen. Oh, doch nicht hier. Bücher kann man auch aufgelassen. Wir haben noch eine Pizza. Ah, mit den Ofen. Oh nein. So, ist wieder so das Minispiel hier. Bleib hier. Käse. Käse auf die Pizza. Käse auf die Pizza. Käse, 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 Käse. Komm schon. Was kommt jetzt? Tomaten? Da sind... Nee, Salami ist es. Entschuldigung, Salami. Schön früh morgens eine Pizza reinziehen. Vielleicht werden wir ja dann unser bester Kunde. Jetzt ist auch wieder so einer, der buggy ist. Was heißt buggy ist? Der ist gemein. Bleib hier. So. Okay, Pizza ist fertig. Wunderbar. So, wir essen im Gehen. Keine Zeit für so ein Spückes. Weil wir haben ja Business.
Ja, wir gehen direkt eine neue Toilette kaufen hier. Kann ich hier durch? War das denn hier überhaupt? Oh. Kann man hier irgendwie Kimmicks? Kann man hier irgendwie sein können, dass wir hier irgendwie was. Nee, schade. Irgendwas noch machen können. Irgendwo noch reinkommen, aber nee. Leider nicht. So, da geht einer auf Toilette. Kunden gehen vor. Das heißt, wir gehen mal ganz schnell zum Kunden. Okay, den Schrank können wir aber zumachen in der Zeit. Ich nehme schon mal hier, komm. Ich nehme schon mal, weil ich glaube. Ach, das ist jeden Raum, musst du spülen. Ach, du Schande. Okay. Wie sieht's hier aus? Alles gut gegangen. Er wäscht sich wenigstens die Hände, ja. War auch was. Mache ich keine Anzeige, weil ich hier rein muss. Flasche gleich leer. Mehr Leute kommen, wenn du Raumduftspray verwendest. Wie was habe ich denn gerade? So. Schon wieder einer, der nicht abgespült hat. Okay. Der Rest ist okay. Wunderbar. Hat er gegeben und 5 war. Also es kommen mehr Leute dann. Direkt mal mit dem Mob hier wieder. Also kann es ja nicht aussehen. Ne? So kann es nicht bleiben. Wir sind eine kultivierte Toilette. Auch noch Dreck. Oh Mann, direkt fort hier. So. Mob wieder in den Schrank und dann gehen wir mal ganz schnell. Halt. Ach so, die Klobürste, die ist nicht zum Hinstellen, sondern die ist als Werkzeug da und der Pömpel auch. Gut, dann gehen wir mal schnell nächste Materialien in Kauf. Für die nächste Toilette. Wir haben 102 Euro. 102 Euro. Ein Toilettengang kostet 5 Euro. Ja, nehmt es auch von den Bedürftigen, ne? An die Toilette senden. Raume. Tür brauchen wir. Gehen Sie mal weg. Ich habe keine Zeit. Ich habe Business zu tun. An die Toilette senden. Ich muss schon sagen, an die Toilette senden. Den Halter brauchen wir. Ich hänge fest. An die Toilette senden. Und wir brauchen das Waschbecken, ne? 30, also passt alles. An die Toilette senden. So. Säulen hier in der Mitte sind komisch. So, das sind Bodenfliesen oder Wandfliesen? Ah, das sind die Wandfliesen. Die sind free und das nächste ist das, was da kommt. Rohrzange. Okay. Toilettentür. Ist egal, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wo ging es denn hier lang? Da lang. Wir müssen weiter, wir müssen hier weiter unser Business. Wir müssen die Damentoilette fertig kriegen. Also besser ist es, bevor die sich beschweren. Kein Geld da, also ist keiner auf Toilette gegangen. Roamspray da hingelegt, aus Versehen. Okay, nicht schlimm. Erste Kabine, dann auch erstes Becken. Erstes Waschbecken. So, man muss dahin. Das meckert da nämlich. Wunderbar. Und einmal Toilettenpapier, gerade bei den Damen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ohne Toilettenpapier wird wohl da keine Dame hinkommen. So, dann einmal Toilettenpapier auffüllen. Natürlich das Gute. Das Parfümierte. Komfort plus 3. Ja, soll man nicht unterschätzen, ne? Und natürlich auch mal ganz schnell hier
Den Mist hier wegmachen. Ich weiß nicht, was es, ob das Erde ist oder ob das. Ich weiß es nicht. Ich möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich möchte es einfach nur schnell wegmachen. So, wunderbar. Einmal wieder zurück. Sehr schön. Komm hier. Krausig Scheißhaus muss glänzen. Man darf das hier drin nicht büffeln. Ah, jetzt macht das komisch. Schon eben fast alles verpulvert. Eben hat es nicht gemacht, ne? Okay. Ah, ich muss in die Kabine rein. Ah, okay. Es war doch gar keiner hier drin. Warum sieht das denn hier wieder so aus? Und wo bleiben bitte meine Gäste? Vielleicht sollte ich draußen mal ein bisschen betteln und hausieren. Ich weiß es nicht. Ding, schauen wir mal. Hört, hört ihr? Okay, es ist nachts. Hätte ich die Tür auch zumachen hier? Nö. Okay. Ich wollte schon die nächsten Leute hier reinlotsen. Aber was wir uns noch holen, ist einmal Bohnen. Obwohl wir könnten, kann man auch mehr Bohnen kaufen. Ich kann immer nur einmal Bohnen kaufen. Das ist aber nervig. Ja, komm. Wir holen dreimal Bohnen. Nee, Pizza möchte ich nicht. Ich möchte nicht jedes Mal dieses. Entschuldigung. Dieses blöde Minispiel machen. Das wollte ich auch nicht. Egal. Entschuldigung. Toilettenbusiness ist halt sehr anstrengend. Dann laufen wir wieder nach Hause. Und dann hoffen wir, dass da jetzt so ein paar Leute noch kommen. Lassen jetzt mal den Kühlschrank auf. Oh, der Kühlschrank. Man frisst da irgendwas. Ansonsten sind wir ja sehr. Ja. Geht so eingerichtet. So. So, wunderbar. Der nächste Morgen ist die Frage, wie kommen wir mit dem Business voran? Erstmal natürlich, indem wir nicht stinken, sondern uns ein bisschen säubern. Dankeschön. Einmal Bohnen essen. Bohnen ist unser Leibgericht. Sehr lecker. Können wir auch im Gehen essen. Die Dose schmeißen wir. Jawohl. Die Dose schmeißen wir irgendwo hin. So, und. Sind schon Leute hier irgendwo unterwegs, früh morgens? Komplett leer. Komplett leer. Wollten wir doch die anderen Kacheln vielleicht nehmen? Sieht vielleicht besser aus. Ja, doch. Doch, das erinnert mich eher an so eine Toilettenanlage. Jo. Hallo? Hallo? Noch nicht mal im Café sitzt jemand. Es ist keiner da. Können wir hier irgendwie was machen noch? Laufen hier mal kurz rum. Okay, da ist der erste Typ, der hier rumläuft. Oh, jetzt wird der Park voll. Hört, hört, ihr Leute. Scheißen könnt ihr bei Krausis. Kommt mal her und ja, hier lang bitte. Ja, das ist gut. Ich warte auf Kundschaft. Sie wollen scheißen? Sie auch? Das ist aber nett. Das kleine Geschäft können Sie übrigens auch machen. Kostet auch 5 Euro. Ja, das ist, damit das schon mal klar ist. Wofür sind die Schalter hier?
Dann lassen wir doch Licht hier brennen. Lichtschalter. Wir haben alles gesehen, alles gefunden bei dem Licht. Wie haben sie denn die Toilette hinterlassen? Boah, Alter, spül mal! Alter, kannst du mal bitte spülen demnächst? Danke, tschüss. Beim nächsten Mal spülen. Pass auf, sehe ich jetzt genauso, wa? Ja, okay, ich sag schon mal nichts. Auch nicht gespült. Eieiei, so. Warum sind die alle so dreckig hier? Wette mit euch, die haben sich auch nicht die Hände gewaschen. Mit den dreckigen Schuhen hier rein. Keine Ahnung, was das. Ich möchte es, wie gesagt, nicht wissen. Ich möchte es echt nicht wissen. Okay. Handy ist wichtiger als die Person, die vor ihr steht. Kann noch kein Raumspray nutzen. So, dann machen wir mal Folgendes. Während sie da... Oh, Raumspray ist leer. Super, müssen wir neu kaufen. Einmal abziehen. Junge Frau, können Sie nicht abziehen? Ist das nicht möglich? Sonnenbrille tragen, aber noch nicht mehr in der Lage. Hat die gerade ihr Handy unter das Wasser gehalten? Sie sind nicht die hellste, oder? Eigentlich müsste ich 10 Euro für Sie verlangen. Sie sind wirklich nicht die hellste, oder? Ja, danke, tschüss. Also, das ist... Und eins und schon fertig. Okay. Ja, denn. So, wir brauchen ganz schnell Raumspray. Sonst kommen die Leute ja nicht mehr. Das können wir auch direkt in die Hand nehmen. Oh, da geht die nächste auf Toilette. Das ist gut. Business läuft. Business läuft. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Darf ich hier mit? Ich wollte doch hier. Okay. Eigentlich wollte ich. Aber er wollte nicht. Keine Anzeige, ne? Haben wir da noch genug Parfüm hier überall? So, ich kann die auch einschließen. Die sind fertig. Da muss man hier so viel sprühen, dass hier... Nö, ist ja nichts. Okay. Danke, der Herr. Vielen lieben Dank. So. Mal schnell hier wieder sauber machen. Wir brauchen um die 80, glaube ich, ne? 20, 40, 50, 60, 70. Toilettenhalter 80. Um die 80 Euro für den nächsten Step. Okay. Dann können die Leute ja mal hier, wenn bei uns vorbeikommen. So, gute Dame, Sie stehen so, schon so komisch. Wenn Sie auf Toilette müssen, genau hier geradeaus, ne? Einmal scheißen, 5 Euro bitte. Okay? Ja, da können Sie... Guten Tag, auch für Sie, ne? Neue Toilettenanlage hier geöffnet, grausig Scheißhaus. Können Sie einmal hier vorne rein, 5 Euro und Sie können sich erledigen oder entledigen oder wie auch immer, egal was Sie wollen. Das ist gar kein Thema. Ja, super. Was ist hier mit Business? Können wir den Stuhl nehmen oder können wir uns da drauf... Ach, wir können uns da drauf setzen. Dann sitzen wir hier und gucken so halb über die Theke. Hallo? Warum den Komfort minus 1? Alles sauber. Oh, alles gut. Komfort wieder minus 1. Hä? Warum? Toilettenpapier hängt. Mal gucken, ob hier Toilettenpapier hängt.
Oh, da ist kein Toilettenpapier mehr. Und, hä? Da ist nur einer auf Toilette. Nö. Eigentlich ja nicht, ne? Ja. Also 3, 4 Kunden und dann müssen wir Toilettenpapier nachfüllen. So. Hier sieht es hinten aus. Toilettenpapier. Können wir noch nicht nachfüllen. Okay. Ja, meine Lieben, ihr merkt, Business läuft. Vielleicht mache ich sogar eine zweite Folge noch, wenn wir es hier ausgebaut haben. Und ansonsten, denkt dran, wenn ihr heute scheißen müsst, ja, denkt an Krausig Scheißhaus und legt mir 5 Dollar rein oder 5 Euro. Ja, läuft. In diesem Sinne, wir gehen schlafen, dann speichert er nämlich auch. Und ja, vielleicht machen wir ja noch eine Folge. Es ist ein sehr interessantes Spiel. Also man kann sich hier kindlich austoben. Sagen wir es mal so. So, einmal pennen gehen. Damit er speichert. Zack. Jo, und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Bis dann, euer Krausi. Ciao.